Hallo zusammen. Ich habe hier ein Schreiben bekommen, zusammen mit letzter Ausgabe von den Zeitungen. Und da drin steht: Alexandra Wester und Yoshiko Saibu. Alexandra Wester engagiert sich seit Ende April für Meinungsfreiheit und für den Erhalt grundlegender Menschenrechte während der Corona-Pandemie. Nachdem Alexandra Wester und ihr Partner Yoshiko Saibu an der Demonstration Tag der Freiheit am 1. August in Berlin teilgenommen hatten, wurde Yoshiko von seinem Basketballclub Telekom Baskets in Bonn fristlos gekündigt. So Sauerei. Große Medien begannen eine Rufmordkampagne gegen Alexandra und Yoshiko. Perverse Schweine in den Medienhäusern verbreiten Propagandalügen. Mona und André Pfeiler. Seit April engagieren sich Mona und André Pfeiler für Nicht ohne uns Dortmund. Dortmunder Ordnungsbehörden hatten nun die Spaziergänge in April als unangemeldete Versammlungen identifiziert und sich warum auch immer André als vermeintliche Versammlungsleiter herausgepickt und angezeigt. Wir werden uns gegen diese und noch weitere zu erwartende Verfahren rechtsstaatlich wehren und bitten um Spenden für die Verteidigung sowie Fortsetzung unseres Kampfes für das Grundgesetz. Ja, toll. Ja, unfassbar, unfassbar. Unterstützt die Leute.